Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Für den Bohrplatz, ne, für den Ölbohrer brauche ich einen Bausattelanhänger, ne? Steht hier in der Beschreibung drin. Den habe ich noch gar nicht. Oder keine Ahnung, ne? Den kann ich irgendwie nicht nirgendwo ranmachen. Weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich weiß jetzt nicht, was können wir hier gesperrt. Weg gesperrt. Alles ist gesperrt. Alte Ausrüstung gesperrt. Okay, seid noch gesperrt. Können wir hier noch was machen? Holz für die Arbeiter. Lange Stämme, lange Stämme. Lange Stämme. Am Steinbruch, bla 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 bla. Zur Holzstation. Nee, Holzstation zum Steinbruch. Smallville. Beispiel. Aber von hier holen wir die ab, ne? Wir switchen, switchen mal rüber. Ja, und dann muss ich da reinfahren? Den ganzen Weg? Von da hinten bis dahin? Ihr seid ja bescheuert. Weißt du, wie weit das ist? Habt ihr mal da auf den Kilometerstand geguckt? Kriegen dafür 9000. Okay. Dann wäre es ja gut, wenn wir lang Anhänger hätten, oder? Guck mal, hier haben wir auch noch einen langen Tieflader. Ist noch der Tankanhänger. Was steht hier noch rum? Wissen wir nicht. Fritschenanhänger. Ich sag mal so, wenn wir hier auf der anderen Karte gehen. Ja, verkackt das immer hier. Ne, hier. So. Da müssen wir. Nee, das ist der Bauplatz. Warum hast du das denn jetzt schon wieder ausgewählt? Du blöde Kudu. So, da. Achso, wir müssen das mal annehmen. So. Ich weiß nicht, ob es besser ist, ob ich, wenn ich von hier jetzt fahre, ne? Von hier? Die längeren Wege sind oft die besseren Wege. Also von hier kann ich ja schon mal losfahren. Hier so hin, Tankstelle, nochmal voll tanken. Hier hinten, ne, die ganze Straße folgen und hier so hin. Dann könnten wir eigentlich hier den Weg weitermachen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Hier hinten durch. Das ist aber ein übelster Matschweg. Also ist das schon mal nicht so toll. Dann könnte es ja sein, dass wenn wir hier dann zurück machen und hier das viel, viel besser hinkriegen. Ich glaube, so ist es auch besser. Also, wir machen bei der Werkstatt. Ich weiß aber jetzt nicht bei der Werkstatt, ob ich da mein. Ne, ich glaube, der Paster, der ist noch drüben. Der steht noch hier. Ja. So, das heißt, in der Garage. Gut. Also, wir haben Ziel erkannt, ne, was wir machen wollen. Lange Baumstämme. So, der ist nicht in der Garage. Den muss ich hier noch reinmachen. Weil ich hatte hier schon geguckt, ob das irgendwie geht oder sowas, ne? Aber geht irgendwie nicht. Ja, ja den. Achso, ich bin da noch drin. Und dann habe ich mal geguckt hier, weil wegen den komischen Anhänger habe ich geguckt, ne? So, und lange Stämme. Da brauche ich doch hier so nicht ein Pritschen, sondern irgendwas langend oder was? Holzanhänger. 14.000 kostet der. 14.000? Weiß nicht, ob ich den Pritschenanhänger da noch verkaufe. Komm, den holen wir mal, den verkaufen wir mal schnell. Jedes bisschen Geld zählt am Ende. Weiß nicht, ob ich Anhänger jetzt auch mal kurz einsammeln. Mir den Spaß hier mache. Weil das ist ja kurzes. Und wenn ich langes Holz. Und zum Bohrplatz muss ich auch. Geht das? Sieht so aus, ne? Ja. Und wir fahren da den langen Eingang, sonst geht der vom Winkel hier schlecht. So. Ja, ich habe mir das Ganze mal angeguckt, wenn man schwer spielt, ist ja sehr interessant, ne, dass man für alles dann wirklich zahlt, also für Sprit, für alles. Komplett alles, man kriegt auch keine Tipps so richtig, ne? Also das ist eben sehr, sehr cool.
Ich hoffe, ich kann das machen. Wenn jetzt hier der drauf ist. Ja. Ihr braucht das Geld. So. Und der Pritschenanhänger, ich weiß nicht, ne? Hier. Der könnte Pritschen 5. Der ist natürlich dann eine Wucht, ne? Der lange. Und wir kaufen den einfach mal. Ach Quatsch. Verkaufen. Und die Pritschen können ja auch nicht verkauft werden. Das heißt, ich muss die Aufträge dann so suchen. So, dann kann ich ja, ne, also wenn man auf hart spielt. Das ist natürlich sehr interessant und es ist ja auch so, dass die Uni das mal gerne ausprobieren sollte. Vielleicht scheitert es, vielleicht nicht. So, wir lassen uns erstmal bergen. Das kostet nämlich dann auch, ne? So, abstellen. Globale Karte, Black River. Dann wollen wir nach hier hinten. Hier haben wir ja auch noch Anhänger. Lass sie auch erstmal verkaufen. Bevor ich da jetzt hier so eine Action mache, können wir die ja erstmal verkaufen. Trucklager, Paster, einsetzen, zack, verlassen. Aber so, das Verkaufen ist ja jetzt irgendwie ganz so schlimm. Ach ne, der hat so eine Sattelkuppe. Achso. Ne, den können wir nicht verkaufen. Da muss so eine Sattelkupplung da ja. Wenn wir den verkaufen, aber dann haben wir ja auf jeden Fall 20.000 über. Naja. Wird knappig sein. Ja doch, den macht er. Ach ja, ach das war das Problem. Okay. Ja, dann lasse ich das. Ist okay. Ich habe schon wieder vergessen. Ich wusste ja nicht. Der stand einfach so da. Dies mit diesen Anzeigen, die müssen markiert werden. Diese Anzeigen, das merke ich mir ja nach 500 Jahren nicht. Ne? Die müssen man dann stehen lassen. Aber dann sind sie wahrscheinlich viel, viel weiter weg, als man denkt. So, guti. Dann machen wir, los komm, den machen wir Warnleuchte aktivieren. Ach, da hinten. Oh. Oh, das ist natürlich eine Funktion, die wichtig ist, ne? So, das können wir schon mal abkoppeln. So, da wir ja eh noch nachtanken, ist es jetzt egal, was wir hier schon verschleudert haben, ne? Wir machen hier jetzt den. Nee. Auch nicht den. Wo hatte ich den denn? Nee, auch nicht. Pritschenauflieger, den hier. Achso. Ich weiß nicht, ob das viel zu groß ist, ne? Aber ich bin mal gespannt. Was das jetzt hier lustiges wird, ne? Auf jeden Fall lustig. So. Und weil wir ja gerne hier so fahren, haben wir ja gesagt, wir machen hier den hier. Erstmal nach. Okay. Okay. Ja, können wir auch so machen. So, zack, zack. Dann fahren wir hier weiter. Immer über Brücke. Hier hinten immer lang. Und Bohrturm. So. Hier kann man den ersten Punkt schon mal erreichen. Ich bin mal gespannt, ob der Kleine das schafft hier, ne? Das ist so lustig. So bergauf, ne? Ob der das denn so alles hinkriegt. Aber der Pacer, das ist ja ein heftiges kleines Auto.
der auch ein bisschen was machen könnte. So, und wir haben ja auch noch gesagt, wir wollen mit den noch probieren. Ich hatte ja die Dateien da nochmal überprüfen lassen. Er hat ja zwei Fehler festgestellt, ne, oder drei waren es. Dass wir da auch die neue Karte da vielleicht kommen. Wäre auch gar nicht so uninteressant, ne? Jetzt habe ich aber. Nochmal, muss mal Gefälle beobachten. Naja, geht noch. Ja, kurz geschlafen, ne? Das darf natürlich, wenn wenn du auf hart spielst, gar nicht passieren, ne? Ich glaube, da sind aber ausprobieren würde ich gerne mal. Also ich glaube, hier können wir noch ruhig die 100 voll machen, ne? Bis wir genügend Erfahrung haben, und dann werden wir das auf jeden Fall mal. Aber da ist die 100, solange bis ich Schnauze voll habe und sage, okay, jetzt wollen wir uns mal richtig konzentrieren, werden wir das mal ausprobieren. Und dann ist es ja auch so, eigentlich die Leute, die mich kennen, die wissen ganz genau, dass ich nie vorher trainiere oder mir das angucke, sondern einfach immer blind reinsteige. Und wenn ich versage, dann versage ich halt. Aber das ist eben ja auch ein Let's Play und nicht Let's Try, so lange bis es funktioniert, und dann macht man daraus ein Video und sagt dann, ey, krieg mal, ich bin der coole Boy oder so. Das ist ja. Wie hat Erwin letztens geschrieben aus dem Steinbruch? Er hat das auch schon mal probiert, ist auch mir gefallen. Das sagt mir, aha, ihr habt eure Erfahrung auch gemacht, nur dass ich meine Erfahrung ja nicht live mache, aber ich verschönere die Folgen ja gar nicht. Das heißt, so jeder Scheiß, der mir passiert, der passiert mir halt. Ne? Gehört eben dazu. Ich habe ja auch ja nie die Zeit, das alles da wieder neu zu machen. Und, bleibt denn alles so, wie das. So, den haben wir schon mal aufgetankt. Das ist gut. So, wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich glaube eher nicht so, aber wir hatten hinten irgendwo mal eine Stelle, wo es so schräg abschüssig wird, ne, am Stein. Aber ich glaube, das ist hier nicht so. Hier müssen wir nur gucken, dass wir die Wendekreise irgendwie so behalten. Dass der Anhänger aber auch gut mitkommt. Das sieht bisher ganz okay aus. Was ich hier so baue. Aber ist auch ein Mega-Anhänger, ne? Ich weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen zu lang ist. Wenn wir jetzt trotzdem nur einen Stamm mitkriegen, wird natürlich scheiße, ne? Aber naja. Wir fahren auf den langen Weg, denn weil einfach das. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, mit diesem Anhänger irgendwo denn durchzufahren, wo es schlecht wird. Wir bleiben auf dem gegebenen Weg. Keine Abkürzung wird hier genommen. Haben wir jetzt auch für die ganzen Meter, die wir bisher gebraucht haben, wenig Spritverbrauch. Das ist natürlich auch der Vorteil vom Steinweg, dass man nicht sehr viel lastig oder viel Kraft aufbringen muss, um gerade auszurollen. Das heißt nicht viel, aber nicht so viel wie im Schlamm. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Ist natürlich ein bisschen hässlich, dass der jetzt bleiben wir hier noch ganz rechts, ne? Hat er gesagt? Das geht ja hier noch, ne? Also ihr seht zwar da auch, ne? Da geht da ordentlich an. Aber ist ja auch ein bisschen aufwärts hier. Ich bin mal gespannt, wie wir da jetzt gleich reinkommen. Habe ich mir das falsch markiert? Ja, habe ich. Ich wollte doch nicht da lang, ey.
Okay, noch Knacks. Hier ist doch viel kuscheliger. Hier drückt mich das Gewicht ja nach unten. Ja, hier ist viel guter. Hier. Viel, viel besser. So. Hier können wir die langen Stämme ja mal mitnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist, ne? Ob ich mich jetzt so komplett vertan habe oder nicht. Lange Stämme. Dein Anhänger ist für diese Fracht nicht ausgelegt. Ach du Heiliger. Echt jetzt? Also muss ich doch so eine Holzdings machen oder was? Okay. Sag mal, die Erfahrung, die ist ja. Die machen wir ja auch für diejenigen, die das jetzt. Für die noch. Bevorsteht. Aber das hieß ja. Ich muss ja jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ah. Nur weil ich den falschen Anhänger habe. Ja, das ist schlecht. Aber hier steht auch nicht in der Beschreibung, ne, das finde ich auch so ein bisschen doof, ne, was für einen Anhänger ich brauche. Lange Stämme. Ich glaube, die meisten gucken denn ins Internet, ne, was da jetzt so steht. Aber ich dachte, das kannst du einfach, weil Normalholz kannst du ja auch da so reinpacken, ne. Ja, okay, ne? Das heißt für uns dann wieder umkehren, ne? Das war soweit. Ritsche ist nicht förderlich, also wirklich nur Kisten und Holz, aber keine Stämme, also brauchen wir den Holzkoffer wahrscheinlich. Aber wir könnten hier, warte mal, bevor ich jetzt hier erstmal Motor aus, wir könnten hier noch eins probieren. Ich habe ja hier aber den haben wir auch nicht hier, glaube ich. Den haben wir drüben in der, auf der anderen Karte. Bei Smallville. Ach ne, den haben wir doch dann abgestellt, ne? Jep, haben wir doch abgestellt. Gut. Dann können wir hier ja bleiben. Dann gehen wir hier mal nochmal zur Werkstatt. Hier haben wir irgendwo ein Trucklager. Ne, hä? Machen wir den, ne? Oder haben wir den hier auf der Karte? Hier haben wir den ja auch nicht. Hä? Wo ist denn mein Auto? Wo ist mein Auto? Wo ist es? Jetzt bin ich gerade ein wenig durcheinander. Achso, der könnte natürlich auch hier in der Werkstatt nicht. Achso, Moment, warte. Ach, der Pacific, genau. Den suche ich ja. Den muss ich abstellen. So. Jetzt kommen wir auf Nenner. Gerade völlig durcheinander gewesen. Wo ich erkenne, wie, wo, was. So, wegen das hier, ne? So, pass mal auf. Und den könnten wir ja, weiß ich nicht, hier für Holztransportaufbau. Für mittel... Ah, da steht ja mal was. Ermöglicht mittelgroße Baumstämme. Kurzholzaufbau. Vorderer Aufbau für den Holztransport wird zusammen mit dem Holz... Kurze Stämme. Okay, und wie mache ich denn jetzt die Dings drauf? Die Langstämme? Weil ich brauche das ja nicht, ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, ich will mal mit denen rausfahren hier. Mal gucken, ne? Wir wollen ja nur mal gucken. Ob hier jetzt noch was steht. Natürlich ein bisschen doof, ne, wenn ich das alte verkaufe. Ja, ja, aber... Ach, hier steht nichts. Ja. Holz auf Liga Front. Ah, okay. Front und den denn, oder was? Das könnte sein. Das heißt, den, ja, den können wir eigentlich erstmal bergen hier. Okay.
Bergen, denn abstellen. Super. Globale Karte hier wieder zurück. Ja, dann fahren wir den nämlich. Globale Karte. So, ja. Dann fahren wir den nämlich hier erst wirklich dann zurück. Tüdelütü. Weil wir ja auch das Geld gar nicht dafür haben, ne? Müssen ja eh hier, den könnten wir noch abholen. Oder wollen wir den abholen hier, den hier zurückbringen? Könnten wir eigentlich auch machen, ne? Mal auf die Schnelle, auf die Schnelle. Und da brauche ich ja einen noch mit der Kupplung hinten dran, ne? Ein Auto. Irgendwann mal. Ach ja, der wird ja gar nicht angezeigt hier. Der wird noch angezeigt. Scout-Pritschenwagen. Müsste ich den Scout mal herholen. Mit Scout könnte ich schnell Geld machen. Ach komm, wir haben schon so spät. Das heißt, ich hole mal den einen da von hinten nochmal. Den fahren wir hier mal hin. Ah, einsetzen. Zack. Stadt verlassen. Ich markiere mir das mal, wie ich da am beschissensten hinkomme. Ja, wir können eigentlich den Weg hier, dann gucken wir uns den schon mal an, ob das hier wirklich so cool ist. Oder ob ich denn eher so sage, ist doch so cool. Schauen wir mal. Der interessant wäre. Den Weg sind wir ja auch selten gefahren. Ne? Vielleicht ist er cool. Vielleicht noch cooler. Und da bin ich mir sicher, dass man den vordersten braucht und den hintersten. Aber wenn man die Erfahrung gar nicht hat und das gar nicht auch dasteht, dann wird es schwierig. Ne? Wo muss ich denn hier rein? Ah, ich habe verpasst hier einfach. Ach da, da ist ein Schild. Jetzt sehe ich es erst. Ah, ist egal. Ich sehe gerne, dass hier eine Einfahrt ist. Wer hat das hier nicht hier gezäunt? Ah, die ganzen Hütchen stehen da, weißt du? Oder umsonst anscheinend. So. Bin mal gespannt, ob das hier mit Anhänger denn auch so leicht geht. Bisher sieht es noch nicht so aus, als wäre eine große Herausforderung. Ne, sieht immer noch nicht so aus. Ja, das ist schon ein bisschen matschig. Da geht es eher so um die gerade Windung, ob ich dazu schaffe. Ne? Ich glaube, das könnte hier schon mal ein Problem werden. Obwohl wir ja hohe Finger haben. Aber da oben sieht es auch nicht so geil aus. Ja, ich weiß nicht, ob wir so zurückfahren. Ah, ihr könnt ja mal sagen hier von euch, ne, werdet alle doch schwer spielt. Das Spiel würde mich auch interessieren. Ich glaube, das könnte schwer werden. Gibt es ja bestimmte richtige Profis, ne, die das richtig gut spielen können. Naja, so. Ja, will nicht sagen, welche Arcade bin jetzt, aber. Steht hatte. Dort noch ein Stück. Wir brauchen Money, Money, Money.
Gib mir Money. Da ist ja noch was drauf. Ja, den krieg ich ja so ja nicht gedreht, ne? Man muss ja so drin. Okay. So, wie fahren wir das am besten? Der Weg, der wird ja sportlich, ne? Wenn wir jetzt sagen, bis hier wieder. Aber wir könnten ja auch sagen, von hier bis hier, hier, hier gerade einmal durch und dann hier hinten lang. Das sieht ja ohne Plan aus, ne? Ja. Nochmal, muss ich denn eigentlich die Betonplatte da gerade mitnehmen, nicht, ne? Dankeschön. Ich soll jetzt gar nicht mitschleppen, ne? Ist ja einfach nur Gewicht. Klar, wenn die jetzt so luxusmäßig rumstehen, aber für den Anhänger. Ein bisschen an die Älte würde ich nur nehmen. Klar, wir können 10.000 andere Aufträge machen, ne? 10.000 nicht, aber 9.000. Aber ich würde das jetzt hier sind. Ne? Ich würde es mit dem Bohrplatz da irgendwie machen. Weil die bauen ja da immer weiter, das sind ja meine Hauptaufträge. Und wir ja mal irgendwann mal einen fertig machen. Naja, klar. Ich habe Angst gehabt, dass da jetzt irgendwas steht, was ich. Was nicht so cool wäre. Ja, da wäre eine Garage, aber ich fahre hier einfach geradeaus. Hinten war ja Matsche, ja, würde ja jetzt nicht so Matsche sein, dass ich da ja nicht mehr vorwärts komme, ne? Ne, den bremst du hier rund durch. Ist auch noch ein Dude. Easy peasy, besserer Weg. Die wird ja nicht stören, wenn ich über sein Grundstück fahre, ne? Den Farmer, den habe ich ja vorhin. Geholfen. Wenn er da rumranzt, dann kriegt er hier. Helf ihm nicht mehr. Kann er den anderen suchen. Gibt ja eh keinen mit. So, dann denke ich mal, dann bin ich denn, wenn ich den jetzt verkauft habe, dann können wir beim nächsten Mal den K-Star zurückfahren. Bisschen wieder verkaufen, hier den Holzkofferaufbau so vorne und hinten dran machen. Und dann kann ich lange Stämme mitnehmen. Das klingt nach dem Plan. Auf jeden Fall. Gerollt, ne? So.
Ach ja, da. Verkaufen. Dankeschön. Super. Können wir den hier mal ein bisschen rausfahren. Aus der Pampa. Und dann ist gut, ne? Ich danke schon mal für den Zuschauer. Falls ich mit den Holzdings da falsch liege, schreibt das einfach rein. Dann bin ich schon mal vorgewarnt, weißt du? Und ja, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.